Wow, Colmar, das ist aber mal Abwechslung. Das ist weder ein Gemälde, noch ist es eine Bronzestatue, hat mit Porzellan nichts zu tun. Wunderbare Textilkunst aus den 70er Jahren. Aus den 70er Jahren. Hm? Das hast du vorweggenommen, das finde ich wunderbar. Magst du zu mir kommen? Sehr da gern. Hinten eilen die Herrschaften heran. Bitte schön. Und da liegt doch die Originalrechnung. Ja, die Kopie davon. Das finde ich auch gut. Mhm. Wunderschönen guten Tag, die Herrschaften. Guten Tag, ich bin die Efi. Efi? Ich bin der Wolfgang. Efi und Wolfgang, es freut mich auch so ordentlich. Ich bin der Horst, aber den Herrn möchte ich vernünftig vorstellen. Colmar Schulte-Golz. Vielen Dank. Das ist also unser Experte. Mit richtig Ahnung. Ihr Lieben, ihr habt ein außergewöhnliches Objekt mitgebracht. Da reden wir gleich drüber. Erstmal zu euch beiden. Ihr lebt wo? In Waiblingen. In Waiblingen. Ihr seid beruflich noch aktiv oder ist das erledigt? Das ist... Ich bin längere Zeit schon im Ruhestand. Ja. Ja, was hast du gemacht vorher? Ich war bei der Bank. Ja. Wo habt ihr das gute Stück her? Das gute Stück, das hing früher in der Bank, wo ich gearbeitet habe. Ja. Und die wurde dann geschlossen. Wobei die Bank gesagt hat, wenn jemand vom Personal was vorab haben will, soll er es nehmen. Mhm. Egal was. Aber den hast du dir ausgesucht? Das habe ich mir mitgenommen, ja, weil das angenommen wurde, dass es keinen Wert hat. Mhm. Hattet ihr den aufgehängt? Habe ich in mein privates Arbeitszimmer reingehängt. Mhm. Mhm. Weil ich gehe mal ganz schwer davon aus, dass das etwas ist, für an die Wand zu hängen, nicht für auf den Boden. Ja, das ist tatsächlich ein Wandobjekt. Und hier haben wir in der Originalrechnung den schönen Hinweis, ein Wandbehang, 295 x 200 cm, strenge Struktur, starkfarbig zu den Farben im Raum passend. Mhm. Das ist es. Also ja. Es ist im Prinzip die Wiederholung von geometrischen Grundmustern. Und da sieht man etwas, was man seit dem Bauhaus kennt, nämlich die Interaction of Color, wie man so schön sagt, nämlich das Zusammenwirken der Farben, wie die sich mit einem anderen Farbumfeld verhalten. Es ist ein Teppich, der im Prinzip aus einzelnen Segmenten besteht, aus Stoff, häufig mit einem höheren Flor. Die sind miteinander vernäht und auf diese einzelnen Segmente sind andere Stoffe appliziert. Die sind jeweils mit der Maschine aufgenäht und dann sind die Partien ausgefranst. Das heißt also, vernäht sind sie immer mit einem Abstand von ungefähr 10 cm zu den Rändern dieser applizierten Stoffstücke. So ergeben sich dann hier zum Teil Dreifachschichtungen übereinander. Der Rest ist ausgefranst und das ist eine typische Technik, die Lotte Hofmann entwickelt hat. Diese Stoffe sind mit kontrastfarbigen Kett- und Schussfäden gewebt und im Rahmen der Bearbeitung werden dann, zum Beispiel sieht man das hier ganz gut, diese einzelnen Sachen so ausgefranst, dass eben die verschiedenen Richtungen des gewebten Stoffes eigentlich in ihre Bestandteile zurückzuverfolgen sind. Das Ganze ist fest mit einer Rückwand verbunden. Auf der Rückwand finden wir also noch einmal einen Stoff, der das Ganze stabilisiert und es gibt immer an den Rändern noch eine Verstärkung, dass das Ganze wirklich auch einen sicheren Halt an der Wand finden kann, wenn man es mit Hilfe von Klettbändern anbringt. Mhm. Du hattest ganz am Anfang, aber die Herrschaft noch nicht da gesagt, der ist von 1900? Also ich habe hier die originale Rechnung in Kopie von 1974 und ich weiß auch, was es damals gekostet hat. Das darf ich vielleicht sagen. Und zwar hat dieser Teppich mal 1974 10.478 Mark und 40 Pfennig gekostet. Wow, das war verdammt viel Geld zur damaligen Zeit. Schon eine tolle Sache. Ja. Diese Künstlerin Lotte Hofmann, die hat alles Mögliche gemacht. Die hat in ihrer Werkstatt ab 1945 eben bei Schwäbisch Hall alles Mögliche gemacht. Sie hat gerne große Aufträge angenommen und sie hat riesenhafte Bühnenvorhänge gemacht, also für Staatstheater, für Stadthallen. Ja, da kann man nichts gegen sagen. So, jetzt würde ich noch gerne wissen, was sagt der Zustand? Er ist ja nicht stark abgelaufen. Nee. An der Wand wird er noch ziemlich witzig. Genau. Aber vielleicht eine Grundreinigung, er wird ein bisschen Staub gesammelt haben. Also tatsächlich, ich würde hier zu einer Trockenreinigung raten. Mhm. Das heißt also, das bürstet man fachmännisch gut von beiden Seiten aus, verwendet einen Staubsauger, der minimal eben die Fäden ansaugt. Und damit muss man sich zufrieden geben. Also hier irgendeine andere Art von Nassreinigung kann ich gar nicht empfehlen. Also Waschmaschine ist weil die Gewebe völlig unterschiedlich reagieren werden. Und auch die Stoffe sind nicht hundertprozentig Naturfasern. Das kann auch hier bei einigen Geweben gar nicht sein. Man sieht hier die Kraft und die Möglichkeit auch der synthetischen Fasern, die das Ganze so schön und frisch erscheinen lassen. Ja, wie eine Blumenwiese im Frühling. So. Ja. Meine Herrschaften, was wünscht ihr euch denn an finanziellen Mitteln dafür? Nach der Recherche, die wir jetzt gemacht haben und hier bekommen haben, könnte ich mir schon vorstellen, dass wir zwischen 500 und 1000 Euros rausspringen könnten. Erscheint mir jetzt nicht übertrieben.
Wie taxiert Kolmar den bunten Wandbehang? Meine Schätzung beläuft sich auf 2.500 bis 2.800 Euro. Und dann wird das jetzt eine Überraschung. Ich würde auch mal sagen, Herr Bankier, Sie haben eine gute Anlage getätigt. Bitte schön, ihr Lieben. Dankeschön. Dann wünsche ich euch jetzt eine tolle Verhandlung mit unserem Händlerteam. Da geht's rüber. Tschüss, ihr zwei. Herzlichen Dank, viel Erfolg. Vielen Dank auch. Wiederschauen. Endlich mal wieder ein Teppich. Ist er handgeknotet? Ich würde sagen, der ist hier eher auf der Rückseite komplett zu. Aber wir haben es auf jeden Fall schon mit Chemiefarbe hier zu tun. Aber das spricht dann für die 70er. Ja, auf jeden Fall Europa. Also ich dachte zuerst, das ist so Patchwork. Oh, ich finde es total cool. Das geht halt nach alter bayerischer Sitte, schauen wir mal. Eine Händlerin ist schon ganz hin und weg von dem farbigen Stück. Fliegen die anderen vier auch auf den künstlerischen Teppich und bieten entsprechend? Guten Tag. Hallo. Guten Tag. Grüß Gott beieinander. Hier leuchten schon die Augen unserer Sarah bei dem schönen Teppich. Ich freue mich sehr. Ja. Könnten Sie uns einmal aufklären, wer hier... Ja, das ist ein Teppich von einer gewissen Lotte Hoffmann. Hat solche Teppiche gemacht, aber vor allem Großaufträge für Theater, Vorhänge und sowas. Und aus welcher Zeit stammt denn dieses Stück? Also das ist von 1974. 74. Ja, dann sind wir richtig. Ja. Ist es denn ein Wandteppich gewesen? Das ist ein Wandteppich, ja. Deswegen. Was haben Sie? Haben Sie uns noch eine Beschreibung mitgebracht? Daher darf ich Sie fragen. Nein, das war mal ursprünglich, als es gekauft worden ist. Die Rechnung. Die Rechnung, ja. Was hat es denn mal gekostet? Das hat er mal gekostet, 10.480. D-Mark. D-Mark. Wow. Also, ich bin wirklich begeistert. Ich starte mit 1.000 Euro. 1.200 bei mir. 1.300. 1,4. 1,5. 1,6. Haben wir hier 2x3 Meter circa? Genau, also 1,97 oder 1,95 mal 3 Meter. Ja. 1,7 bei mir. 1,8. 1,9. 2.000 Euro. 2,1. 2,2. Es ist ein wunderbares 2,3. Kunstwerk. Hoffmann. 2,4. So, ich höre jetzt auf zu bieten. Ja, geht noch jemand drüber? Nee. Verkaufen Sie an die Sarah für 2.400. Das machen wir. Das machen Sie. Ja? Ach, schön. Sehr schön. Muss ja auch irgendwie zu mir, auch wenn es nicht eigentlich ganz... Eigentlich, ja. 200, 400, 600, 800, 1000. 200, 400, 600, 800, 1000. 200, 400. So. Viele Scheine für diesen schönen, schönen Designteppich. Ich gebe mal davon. Herzlichen Dank. Dankeschön. Hat mich sehr gefreut. Dankeschön. Vielen, vielen Dank für das schöne Stück. Danke. Auf Wiedersehen, die Herrschaft. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss. Danke. Ja, tschüss. Hier zusammen. Tschüss. Sarah, das ist ein tolles Teil. Und das ist ein Teil ohne Preis. Das ist ein Teil ohne Preis, weil wenn sich da jemand verliebt drin... So wie ich jetzt? Also ich habe ja auch lange mitgemacht. Also es ist super.